Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Nach langer Pause gibt es jetzt endlich mal wieder ein neues Rezept von mir. Wer es mitbekommen hat, ich habe zwei Backbücher geschrieben. Das eine ist schon am Markt, einmal fantastisch backen, das zweite kommt im Oktober. Und damit wir uns bis dahin die Zeit versüßen, können wir uns jetzt mal zusammen ein leckeres Biskuit-Törtchen machen. Ich wurde gefragt, ein süßes Törtchen für eine Babyshower-Party zu machen. Und nachdem es ein Mädchen wird, färben wir das jetzt in ganz schönen Ombre-Farben in Rosetönen an. Für das Biskuit-Törtchen machen wir uns zuerst den Biskuitteig. Wenn ihr von der Zeit her besser organisiert seid wie ich, dann könnt ihr es gerne am Tag vorher schon machen. Oder morgens backen, abends dekorieren, am nächsten Tag servieren. Weil bei den Biskuitböden ist es ganz wichtig, dass sie richtig kühl, sag mal, ausgekühlt sind. Weil wenn ihr die richtig feucht noch aus dem Backofen rausholt und die dann zerschneidet, dann gibt es eine Sauerei mit lauter Krümeln. Nehmt sie aus dem Backofen raus, lasst sie kurz in der Form abkühlen, Frischhaltefolie rum. Im Kühlschrank, entweder am nächsten Tag oder ein paar Stunden später dann weiter verarbeiten. In der Zwischenzeit können wir uns nämlich dann eine leckere Buttercreme machen. Ich habe dann frische Erdbeeren, damit es jetzt auch wieder im Sommer noch passend ist. Und dann legen wir jetzt mal los. Und zwar machen wir jetzt erstmal die Eier. Wichtig beim Biskuitteig ist, es ist eine ganz luftige Masse. Das heißt, die Eier werden ganz, ganz lang geschlagen. Und wir fangen mal an mit 6 Eiern. Danach natürlich das Händewaschen nicht vergessen. Ich habe mir hier 2 Schüsselchen bereitgestellt. Ich habe die Eier jetzt mal kurz verrührt, einfach nur, dass sich das Eigelb und sich das Eiweiß gut miteinander vermischen. Und während dem Weiterrühren jetzt lassen wir langsam den Zucker einrieseln und geben heißes Wasser dazu. Nachdem es so laut wird, werde ich euch das jetzt mal im Schnelldurchgang vorspielen. So, schaut mal, das ist jetzt eine richtig tolle weiße Masse geworden, schön fluffig. Und da machen wir uns jetzt vorsichtig unsere Mehl- und Stärkemischung dazu, oder? Ich mache das nicht mit der Küchenmaschine, sondern rühre das mit der Hand ein. Das heißt, wir nehmen uns das Sieb, geben die Mehl dazu, die Beinstärke, einsieben. Dazu. Und dann nehmen wir das ganz vorsichtig unter. Es dauert jetzt immer ein bisschen länger, schön von außen rein. Und es bilden sich so kleine Mehlnester. Da müsst ihr mal so richtig auf die Suche gehen, dass ihr die auch zerstecht. Ich würde es deswegen nicht mit der Küchenmaschine oder dem Rührgerät machen, weil ihr die Luft natürlich dann wieder rausholt, indem ihr es zu schnell schlagt. Und das ist ja gerade der Clou bei dem Biskuitteig, dass er ganz locker, luftig, zart ist. Dauert ein bisschen länger mit der Hand, aber die Arbeit lohnt sich dann wirklich. So, das war's jetzt. Ich habe mir hier eine Backform vorbereitet. Das ist eben, wie gesagt, eine 20er Springform. Ich habe den Boden mit Backpapier ausgekleidet. Und nicht, wie man sonst macht, die Ränder habe ich nicht eingefettet, weil wir wollen, dass der Biskuitteig sich schön an den Seiten raufarbeitet. Und wenn ihr das alles auch zu sehr einfettet, fällt euch alles wieder zusammen. Deswegen einmal rein damit. Und jetzt könnt ihr mal schauen, dass ihr lieber ein bisschen schaut, dass in der Mitte ein Loch ist, damit es nachher auch wirklich eben rausgebacken wird. Richtig schön voll. So, der Backofen ist vorgeheizt und das kommt jetzt mal schön in die Backsession. Und dann machen wir in der Zwischenzeit den zweiten Teil und nachher sehen wir uns dann wieder mit den fertigen Tortenmühlen. So, die Tortenmühlen, die sind jetzt am Auskühlen und wir machen uns jetzt die Buttercreme. Ich hatte ja erzählt, wir machen das mit einer deutschen Buttercreme. Das heißt, hier ist ein ganz leckerer Vanillepudding. Hier ist die Butter, die hat jetzt auch Zimmertemperatur. Und jetzt werden wir die mal kurz schräg weiß schlagen. Ich mache jetzt extra mehr, lieber bleibt uns was übrig wie andersrum. Und zwar einen Haken rein und los. So, die ist jetzt schön weiß geworden. Und das lassen wir jetzt weiter rühren und geben nach und nach immer den Pudding dazu.
Das ist jetzt unsere Puddingcreme. Sehr geil. Lässt sich natürlich traumhaft verstreichen und auch gut einfärben. So. Wir haben gesagt, wir machen es in verschiedenen Rosatönen. Ich habe jetzt einmal die komplette Masse in so einem hellen an, fülle mir was in den Spritzbeutel und arbeite mich so langsam vor, wie dass ich mir gleich wieder drei Schüsseln einsauen müsste. Geht natürlich auch, das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Das ist hier eine Gelfarbe, die verändert die Konsistenz am wenigsten. Wer die anderen Videos kennt, arbeitet ja super gern diesen Gelfarben von Wilton. Die Schürze war auch schon mal knallbunt. Das geht einfach alles wieder super raus, von den Händen super gut weg. Also da könnt ihr ganz unbedingt arbeiten. Machen wir mal den ersten Spritzbeutel. Ich schneide immer ganz gerne erst später ab, nicht dass es dann irgendwie eine Sauerei gibt und alles runterläuft. Das wollen wir auch nicht. Hier gibt es richtig drei pralle Spritzbeutel zusammen. Ich kann dann immer so mit dem Finger nach oben. So. Nummer 1. Schön feste Zutaten auf die Seite legen. So, die Tortenböden, die sind jetzt richtig toll ausgekühlt. Ich habe mir aber noch so ganz fluffig weich. Ich habe meine heute frisch gemacht, deswegen sind sie ein bisschen krümeliger. Wenn ihr die am Tag vorher macht, in der Form auskühlen lassen und dann werden die auch viel schnitziger. Also, dass ihr auch mal schön den Unterschied merkt. Jetzt habe ich ja hier die drei Gelfarben. Ich mache es von hell nach dunkel, quasi nach oben. Deswegen fange ich jetzt mal mit der helle Rosa hier an. Und umso fester ihr jetzt hinten dreht, umso besser könnt ihr es vorne dann, warte mal, ich habe hier eine Drehplatte. Ich mache jetzt mal eine dünne Schicht hier drauf. Jetzt hole ich mir ein Messer noch schnell. Ich mache das immer ganz gerne mit einem normalen Buttermesser, da habe ich einfach das bessere Gefühl. Und das Schöne ist, nachdem wir ja die Torte außen auch mit der Puddingcreme dann bestreichen, brauchen wir jetzt hier nicht so aufpassen, wie weit rein oder raus wir gehen. Jetzt hatte ich am Anfang gesagt, Erdbeeren. Die habe ich in gleichmäßige Scheiben geschnitten. Das heißt, es kam erst eine Schicht Buttercreme, dann kommen dazwischen ein paar Erdbeeren und dann setzen wir dann nochmal eine Buttercreme drauf. Ich schaue immer, dass die größeren Stücke nach außen gehen und die kleineren eher im Inneren sind. Und da mache ich jetzt nochmal eine Creme drüber, damit das richtig schön fester ist und aber die Erdbeeren jetzt nicht den Teigboden von der Schicht drüber auflösen. So, das reicht. Den Rest brauchen wir ja so außen. So, der zweite Deckel drauf. Den schönsten habe ich mir natürlich für oben aufgehoben. Gerade, jetzt nehmen wir die nächste Farbe. Jetzt kommt da eh schon ein bisschen Creme raus. Mal schauen, ist er gerade. Und jetzt mache ich erstmal so eine kleine Krümelschicht und stelle die nochmal kalt. Ihr kennt das ja bestimmt. Erstmal alle Krümelchen einsammeln, dann die Creme ein bisschen anhärten lassen und dann nochmal eine richtig schöne Schicht aussuchen. Ich habe übrigens unten drunter eine Tortenpappe gehabt, damit das nachher schön von der Tortenplatte abnehmbar ist. So, ich ziehe das auf. Meistens ist natürlich noch von der dunklen da oder müssen wir auch den ganzen Deckel dann machen. Große.
Seht ihr, ich habe hier eine richtige Tortenkarte, damit kann man das nachher ganz toll glatt machen. Und aktuell gehen wir hier mal so ein bisschen ganz... Wie ihr seht, ist die Torte jetzt richtig toll aus dem Kühlschrank gekommen. Die war jetzt eine Stunde drinnen und durch den Pudding wird die natürlich nicht richtig, richtig feste. Aber so, dass man jetzt nochmal eine tolle Schicht drüber streichen kann, beziehungsweise kleine Macken ausbessert. Ich möchte jetzt nicht so diesen perfekten Garnage-Look mit einer scharfen Kante wie unter einem Fondant, sondern schön leicht, wie es die Babyshower-Party auch verdient hat. Und deswegen mache ich jetzt mit den Resten nochmal eine Schicht drüber und dann ist es auch schon fertig. Ich mache jetzt mal die dunkle zuerst und die ganz helle zum Schluss, weil ihr wisst ja bestimmt, wenn ihr die Cremes zu oft miteinander vermischt, dann wird es irgendwann eintoten. Das wollen wir natürlich nicht. Dann machen wir hier noch den Rest drauf. Und einmal rundherum. Und fertig ist unsere tolle Pudding-Creme-Torte. Wir hatten 3 Schichten innen mit einem leckeren Biskuitteig, nochmal tolle frische Früchtchen innen drinnen. Und wir lassen das jetzt ganz schlicht, weil es kommt ein mega toller goldener Cake-Topper drauf. Ich setze das jetzt gleich rund. Ich hätte hier drunter eine Tortenpappe und dann kann man das schön anrichten. Viel Spaß!